So, auf in die zweite Runde. Wir spielen mal wieder. Dreimal Schach geben gewinnt. Dreimal so. Schach geben gewinnt. Alles klar. Okay. Ja, bist du soweit? Ich bin immer soweit. Okay, na dann. E4, was? E4 ist, glaube ich, ein guter Zug. Ja. Sehr guter Zug, ja. Ja, ja. Aber ich. Ja. Vielleicht der beste. Ja, ich glaube. Aber ich glaube, E6 ist keine schlechte Antwort. Ich wollte erst E5 machen, aber dann macht er vielleicht Läufer C4 und dann kommt er mir hier schon um die Ecke und so. Das ist so eine Sache. C3, aha. Der muss sein, ja. Das ist aha. Dreischachtheorie. Das ist Dreischachtheorie. Ja. Man lernt Springer F3, aus. Läufer C5, ne? Vielleicht etwas unangenehm. Achso, meinst du? Ja. Ja, vielleicht. Das ist halt die Frage, wie sehr diese Drohung wiegt, dass du. Die Figur gibt es auf F2. Ja, ich weiß es nicht. Es ist so tief bin ich noch nicht in die Materie eingestiegen, muss ich sagen. In die Dreischach-Materie. Ja. Ja. Ja, ich auch nicht. Ja, alles klar. Dann sind wir hier auf einem Level. Ist doch schön. Wirklich die Frage, ob eine Figur ein Schach wert ist. Ja, das ist nicht so klar. Ob ein Läufer hier eine Springer wert ist, weiß ich auch. Na, niemals. Also bisher ist eine normale Partie, aber wir sind natürlich auf der Hut. Ich hoffe, dass es nicht mehr lange so, ja. Der steht schlecht. Springer am Rand, Springkummer und Schand. Also weg. Oh, ich habe weniger Zeit auch noch als du. Was ist denn hier los? Wie kann das passieren? Wenn schon, denn schon. So nimm sie alle. So, Kampf gegen das Läuferpaar. Na, leider geht das nicht. Was denn, E5 oder was? Warum nicht? Springer D5, Läufer E7, Springer F4. Sehr unangenehme Sache. Aha, jetzt hast du es also vorbereitet. Mhm. Du Fuchs. Ja. Ja. Das kann man nicht anders sagen, ne? Ich will es wissen. Ich will wissen, ob du G5 spielst oder nicht. Du hast gehofft, ich würde das nicht. Ja, ich habe dir gehofft, die Frage würde sich nie stellen. Ja. Aber. Tja. Aber was nun? E5 ist ja doch ein bisschen lästig. Kampf gegen das Läuferpaar. Ich muss das Läuferpaar abnehmen und dein Läufer B7 beschränken. Alles klar, alles klar. Bleib mal auf dem Teppich. Na gut. Hätte ich dir das bloß nicht verraten mit dem Springer F4, ne? Obwohl jetzt ja gar nicht mehr so schlimm, aber noch schlimm genug. Na, ich glaube, Springer E5 oder solche Sachen? Wäre vielleicht unangenehm gewesen. Na gut. Den behalte ich mir vor. Du spielst doch eh nur auf Zeit. Du sagst es so abwertend. Also immer auf 0-0 nach Schachs. Oh, er will Linien öffnen, um einen Schach zu geben. Das ist natürlich eine gute Strategie. Er steht da sehr fest. Das ist ja problematisch. Alles um den König rum. Tja.
Das ist schon höchst anspruchsvoll. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Stellung. Aber irgendwas muss man machen. Subtil. Sehr. So, mal sehen, ob da ein Fisch begraben ist auf der Haarlinie. Du sagst also, dass da kein Fisch begraben ist. Ich weiß auch überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Fisch begraben. Kennst du das nicht? Nee. Das ist wie ein Hund begraben, aber ein Fisch. Da. Ist da der Fisch? Das ist da kein Fisch. Du Fuchs. Nee, das habe ich jetzt erst mal. Lief deine Uhr wieder. Aha. Dein König ist aber schon ein bisschen entblößt, ne? Ein klein wenig, ich weiß. Aber gut, dass dein Turm auf A3 steht. Der macht noch was. Dann bin ich ja gespannt, wie du jetzt den Angriff abwehren möchtest. Aha! Das Problem deiner Stellung ist, du kommst mit dem König nicht so richtig weg. Der Bauer B3 ist jetzt immer schwach, fesselt die Dame. Das ist schon, ja, fatal, möchte ich fast sagen. Oder? Jetzt bleiben wir auf dem Teppich. So. So. Das wird nix. Shit. Nummer 1. Nummer 2. Wo willst du noch hin? H6, hä? Komm. Eins, zwei. Ja, ich habe nicht so viele Figuren, ne? Das bedrohst du. Eins, zwei. Du drohst immer nur zwei Schachs. Wenn ich jetzt da rausgehe, mal so hin. Tja. Ah, ich glaube, du hast doch schon seit 10 Sekunden auf Zeit. Ah, ja, man merkt hier nichts mit der Uhr, ne? Nee. Na ja, gut. Auch für eine klassische Partie, ne? Springer dominiert Läufer. Das war ein gutes Beispiel. Ja, ich dachte, es sah gut aus, aber Springer H2 war echt stark. Wo du dann den Damenabtausch geschafft hast, dann war alles okay für dich. Tja, so ist das. Obwohl ich auch da nicht schlechter stehen sollte, ich müsste mal Läufer G5 machen, damit du nicht Springer E3, Springer D5 machen kannst.
Ja, als der hier war, ist glaube ich ja, dann ist schon vorbei. Ich kann ja sonst mal noch A5 machen, um Springer B6 vorzubereiten. Ja, okay, wenn ich den Bau nicht abgebe, Turm B8, Läufer D8 stelle, ist okay. Aber generell ist es dann schon sehr schwierig, weil der Springer ein deutlich besserer Schachgeber ist als der Läufer. Na gut. Interessant. Gut.